Nur in, von der Inspektorin ist offen. Warte, hat der gerade nicht gesagt, dass es oben offen ist? Did you figure it out yet? Amir. Warte, was ist das? Just past the innkeeper's counter. You can go in. Okay, ja, bei seiner Freundin. Ja, sehr klar. Okay, sorry. Oben ist alles zu. I've just been sitting here quietly. Not a toe out of line on my part. Warte, was? I have. Helena. Okay. Aber wo ist Helena? Das ist nicht Helena, das ist. Just hurry up and find the criminal, okay? Ja, okay, okay, Entschuldigung. Du hast ja das Zimmer der Inspektorin. Deswegen ist das. Ja, genau. Hm? We need clues. Leads. Erzähl mir. Ah, mehr über die Tefmar-Ruinen. The ruins are an incredibly rich source of culture and heritage for the people of Eastshade. I believe that within the ruins there are relics that would help us understand our beginnings on this island. But somehow there are people who think history is a waste of time, and they've thwarted my efforts of discovery at every turn. Gut, also. Der Sänger hat hier aus dem Fenster geschaut, deswegen, und da jemanden gesehen. Deswegen gehen wir jetzt mal dahin, an den Strand. Oder auch nicht. Aber es ist gerade schon ein kleiner Sturm. So. Ah, hey. Okay. Ah, hallo. Tiffmore-Ruine, Verkaufsurkunde. Eine Verkaufsurkunde. Der Verkäufer verpflichtet sich weiterhin ernsthaft und in aller Öffentlichkeit zu versichern, dass er die Ruinen persönlich betreten und sichergestellt hat, dass sie vollkommen leer und ohne jede spirituelle Relevanz. Der Blaurosenkonzern wirklich wird eine archäologische Studie in Auftrag geben, um die Behauung zu die Behauptung zu überprüfen. Diesen Vorgaben zu stimmen, legt der Verkäufer den Verkaufspreis von 2000 Schimmersteinen fest. Beim Verkauf gehen alle Eigentumsrechte wie sämtliche Rechte zur Erkundung und Nutzung der Tiefmauer-Ruinen an den Käufer, den Blaurosenkonzern, über. Bitte unterzeichnen Sie folgende Link. Okay. Also sollen die Ruinen jetzt verkauft werden? An einen Käufer. Oh nein! Wir haben Schafe! Wow. Spider-Schaf. Mach was in meinen Spider. Alter. Was macht es da? Schön. Ach, du bist noch normal. Okay. Gut. Also, da haben wir auf jeden Fall schon mal was entdeckt. Also, ja. You're making great strides, Detective. I know you'll have this sorted out in no time. Du weißt, dass ich keine Inspektorin bin? Ich werde den Fall lösen. Well, I've got no doubt. No doubt. Since the criminal still hasn't been found, I've taken the liberty of locking everyone's boat ashore. Shouldn't be traveling in the storm anyway. Why don't you take these keys to continue investigation of the suspects in their rooms? Good. Okay,
Erzähl mir von den Ruinen. Just about everyone in this area has an opinion on them. Indigenous people think no one should even look at them. Most everyone else just wants to see what's inside. I had a pal who snuck inside when we were kids. She wouldn't tell me what she saw in there, though. Kinda doubt she actually did it. Okay, down. Cool, jetzt haben wir den Schlüssel. Und hier liegt ein Stein. Okay. Did you figure it out? Okay. Bei dem können wir nichts Neues machen. I've just been sitting here quietly. Not a toe out of line on my part. Vertragsding? Look, we've already searched everyone's trunks. The book isn't here. Thieves got it hidden somewhere else. But maybe, if you take a look, you'll find something that points to the killer. I mean, the thief. Was? Dieser Ort wimmelt nur so von verdächtigen Gestalten. Ich schaue mir das besser einmal an. Ja. Ja. The ruins are an incredibly rich source of culture and heritage. Nee, okay. Ich dachte, er sagt jetzt ein bisschen was über über das Dokument, was wir gefunden haben. Auch der Blaue Rosenkonzern. Senkwaldherberge, Verkaufsurkunde. Kefog stimmt zu, dass die Senkwaldherberge zum Gesamtpreis von 1000 Schimmersteine an den Blaurosenkonzern zu überschreiten. Der Verkauf beinhaltet das Gebäude, Grundstück und Geschäftsmodell. Alle Angestellten der Herberge werden mit sofortiger Wirkung Angestellte des Blaurosenkonzerns und sind zur Neuverhandlung ihrer Gehälter verpflichtet. Er ist Historiker. Jemand hat sein Buch entführt und gekillt. Wunder dich nicht. Na gut. Nee, da geht's raus, Entschuldigung. Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Hallo. Ah, good. You finally arrived to sort this out. Check through my suitcase and I'll be on my way, Detective. Niemand darf gehen, bis der Dieb nicht gefunden wurde. Willst du unbedingt von hier weg? Und hier verschwindest. Ich mach mal das zweite. Yes, actually. We've been trapped here all day waiting for you. I had a meeting scheduled in Lindau. I may have lost a client over this. Oh, tut mir leid. Hast du irgendwas Merkwürdiges gesehen? That historian! He's a madman! He tore through our rooms this morning, screaming about his wretched book! Alle hassen den Historiker. A wasted opportunity at the moment. Who doesn't love the idea of visiting a tomb thousands of years old? Who wouldn't love the sense of discovery and heritage? Who wouldn't pay dozens and dozens of glowstones for that kind of experience? I'm going to bring that dream to life. I promise you that. Okay. This is a setback. Dankeschön. You don't look like any detective I've ever seen. I won't be answering your questions. Bitch. Okay, Entschuldigung. Yes? You don't look like any detective I've ever seen. I won't be answering your questions. Gut, dann gehe ich mal in dein Zimmer rein. Das ist schon ein bisschen, also fast zu auffällig. Das ist doch viel zu auffällig. Meine über alles geliebte Familie. Ich habe sehr lange über unsere Mission, die Heiligkeit der Ruinen zu bewahren, nachgedacht. Erster Clou. Es hat mir sehr viel bedeutet, dass ihr alle in diesem Kampf auf meiner Seite standet. Es schmerzt mich, schreiben zu müssen, dass es um meine Gesundheit nicht gut bestellt ist. Ich habe wenig Hoffnung, dass mit etwas Glück
Achso, doch, Entschuldigung. Noch mit etwas Glück finde ich in Lava eine Behandlung. Ich hoffe nur das. Ja, okay, das sind die Runen. Gut, schauen wir aber nochmal bei den anderen rein, weil das wäre ein bisschen zu auffällig, finde ich. Das ist meine Behausung. Vadim. Oh, Edelsteine, cool. Historica Omio. Uiuiui, was hat der denn für ein Zimmer? Unterhopfenwurzel. Schnell wirkende Tinktur gegen Nervosität, Vergesslichkeit und zittrige Hände. Nicht mehr als 2 Tropfen pro Tag einnehmen. Okay. Universität von Nava. Omiros. Dieser Brief dient als formelle Benachrichtigung über deine Kündigung von der Universität. Wow. Wir schätzen deine jahrzehntelange harte Arbeit, aber leider hat es sich bewiesen, dass aus den Tiffmore-Ruinen keine neuen Erkenntnisse mehr zu gewinnen sind und die Universität deine Forschung nicht länger finanzieren kann. Oh. Oh je. Oh je. Vadim. Ich frag mal Vadim. Warte. Have you any progress? Ja. Vadim. Ja. Ich kann mit dem nicht über die Kiste reden. I don't think you're. Ja, jetzt kann ich mit dir reden. Hast du irgendwas merkwürdig gesehen? Yes, I have. Those musicians have been desperate to get out of here since the moment the book went missing. They've been singing all kinds of obnoxious songs about this situation. Annoying fiends. Okay, erzähl mir von den Tiffmore-Ruinen. Those ruins mean everything to me. All I've ever wanted is to preserve that sacred ground. Was hat das mit den Klüfen auf sich? That's an old poem from the native people on the Tiefmoor Bluffs. I keep it with me as a reminder to always be thankful. Wie das aussieht hier. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Helena ist. Weil das zu offensichtlich wäre. Also, ich meine, die kämpft dafür, dass die Ruine gewahrt werden quasi. Und hat hier eben die Runen, also eine Runenseite. Und hier die Stiefel sind halt voll vermatscht. Also ist das wahrscheinlich die Person, die in der Nacht draußen war? Das schon. Muss jetzt leider los. Aber euch noch viel Spaß. Lasst es trotzdem noch laufen. Danke. Bye bye. Also lange wird es auch nicht mehr laufen hier. Ist ja schon 6. Aber schön, dass du noch dabei warst. So. Hey, Flo ist wieder da. Hey. So, dann schauen wir mal. Did you figure it out? Die Tiffmore-Ruinen. They're a point of controversy around here. Some people want them open to the public, and some people think they're a sacred space. I understand that the ancient people wouldn't have wanted us to disturb their tomb, but it would have been pretty neat to play a show in there. Eine Show da drin wär schon cool, wie in bei John Wick 2. Well, as the corporate. So, also, ich habe dein Kündigungsschreiben gesehen.
Erzähl mir mehr über Tefaroin, Medizin und die Glyphen. Ja, ich fange mal mit der Medizin an. Why are you searching through my things? I only opened my trunk, so the suspects would feel more comfortable opening theirs. Surely I can't be a suspect in this crime. That medication is my private business. Okay. Ahem. I would appreciate if you mind my privacy. I am the victim here, after all. It's true I'm being let go from my position at the university, but this is my life's work we're talking about. I can't just abandon this when I'm so close to finding all the answers. But really, Detective, this is a waste of time. You should be investigating the actual suspects. Ja, mach ich auch. Herr Glyphen? What? You found this here? Why, I can't fully translate it, but I think this is describing a poem about cattle. Or about gold. I need my translation book. Okay, aber das heißt, die Glyphen waren wirklich nicht aus dem Buch. Okay. I've just been sitting here quietly. Okay, ja, die macht gar nichts. Not a toe out of line on my part. Wie geht's dir? What a mess this is. Ja, genau, wir haben ja die Verkaufsurkunde von ihm auch gesehen. Been thinking about it. This place is empty most of the time. Tourism on the Teethmore Bluffs isn't what it once was. And the milling industry isn't all fancy and upcoming like before. Got that letter in the mail just a few days ago. Seems like my ticket out of here. This place gets a little too gloomy for me. Kann ich irgendwie verstehen. Ciao. Hat die noch was Neues oder kriegt die wieder? Just hurry up and find the criminal, okay? Entschuldigung. Du sagst auch. Have you any progress? Ja, A wasted opportunity at the moment. Who does? Who wouldn't? Ja. Das. Who wouldn't pay dozens? Ja, genau. Also der wird es höchstwahrscheinlich auch nicht gewesen sein, weil der ist ja auch dafür, dass man die Ruinen ne? Inspektieren darf. So. Aber mit der Truhe. Ich glaube, die Truhe ist noch sehr wichtig. Also könnte sein, dass da halt das Buch drin ist, aber ich weiß nicht, wie wir an den warte mal. Wenn wir die Truhe drehen? Nee, okay. Geht nicht. Der hat Diamanten dabei. Blöd ist ja, ich jetzt halt auch nichts aufgeschrieben, ne? Also das sind einfach nur Knöpfe. Also wir müssen jetzt noch irgendwas finden. Also die sagt ja gar nichts. Die Kerzen nehme ich mal. Did you figure? Was hast du am Strand gesehen? I couldn't tell. They seemed like they might be eine große Person. Tall, maybe, but certainly. Eine große Person. Was ist mit dem Buch auf dem Tisch? Das ist, das haben wir schon gelesen, das ist eine quasi eine Diskussion über die Gräber
Also quasi hier ist so der Fight von wegen. Genau, okay, du, da warst du schon da. Also der Wirt will auf jeden Fall weg hier. Also hier ist die Tante, aber also sonst ist hier nichts. Vielleicht haben wir draußen noch was übersehen. Ja, eigentlich nicht. Also, wir wissen ja, dass die Helena hier draußen war. Die hat ja diese Schlammstiefel da. Hilf mal, wo ihn verkaufst du können. Diese Schafe, ne? Es ist noch die Frage, weil die Sängerin oder die Musikerin hat ja dann auch noch oben einen Krachen und Pumpen und so weiter gehört. Ach, hier ist noch ein. Ah, hier ist noch was.